Hier ist unser schlimmstes Bauchfett. Das wollen wir alle wegbekommen. Das hier an den Seiten, die Rettungsringe, die müssen weg. Warum machst du jedes Jahr eigentlich denselben Fehler? Du nimmst dir vor, abzunehmen, legst los, nimmst auch ab, doch verfällst dann relativ schnell wieder in alte Gewohnheitsmuster. Das ist so wirklich der krasseste Fehler, den ich so oft zu hören bekomme. Es ist immer dasselbe, es ist wirklich immer dasselbe. Ich erkläre dir, was auch dieses Jahr dein Fehler war. Du fängst zu schnell an, du wirfst alles über den Haufen, sparst rigoros ein. Von 2000 Kalorien zuvor gehst du runter auf 600 Kalorien. Was macht der Körper jetzt? Er geht in den Hungermodus, der Stoffwechsel fährt runter, wirst müde, deine Leistung fällt ab. Klar. Keine Kraft, ohne Kraftstoff. So ist es doch auch beim Auto. Du kannst dir nicht wünschen, dass du nach München fährst mit Licht, mit Klimaanlage, mit Sitzheizung, mit Radio, mit Boxen. Aber der Tank ist nur für 10 Euro vollgetankt. Wenn du für 10 Euro relativ weit kommen willst, musst du die Klimaanlage ausschalten, das Radio, die Heizung, alle anderen Verbraucher. Und so ist es beim Körper auch. Er versucht, die lebenswichtigen Funktionen zu erhalten und den normalen Betrieb zu gewährleisten. Und sobald er dann wieder mehr bekommt, dann speichere ich das mal schön hier auf den Hüften ein und guck mal, wann ich wieder was bekomme. Also, wie können wir das Ganze jetzt besser machen? Wenn ich beim Beispiel Auto bleibe, jedes Mal mein Auto für 30 Euro voll tanke, weiß ich, dass ich so und so weit komme. Und so ist es auch mit unserem Körper. Lass uns regelmäßig essen, lass uns regelmäßig genug essen und auf Dauer schauen, wie sich der Körper verändert. Nicht das Ganze radikal alles machen. Das heißt, wenn wir jetzt bei den 2000 Kalorien bleiben, dann fang doch erstmal an mit 1700 Kalorien. Gönn dir Zeit, mach das Ganze nicht innerhalb von 1-2 Wochen, sondern gönn dir 10, 12, 14 Wochen. Dann, wenn du merkst, das Gewicht sinkt langsam bedeutet ein halbes Kilo pro Woche maximal, dann fängst du vielleicht an, gehst auf 1600, 1500 und so nach und nach nimmt der Körper ab, gewöhnt sich an die ganze Sache und du nimmst langsam, stetig, aber vor allem nachhaltig ab. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Die ganzen Crash-Diäten sind einfach scheiße. Ihr seid müde, ihr seid kraftlos. Wenn ihr wirklich mal was leisten müsst, haltet ihr wahrscheinlich nicht lange durch. Ihr seid schlecht gelaunt, also auch für eure Umwelt ganz schön ekelhaft. Und du hast am Ende das Doppelte wieder drauf. Denn irgendwann kommt da der Geburtstag, die Feier oder andere Dinge, wo du da mal wieder zuschlägst und denkst dir, jetzt habe ich wochenlang gefastet und heute esse ich und trinke ich mal wieder, wie ich will. Und natürlich dann ist der Moment, wo der Körper sagt, juhu, jetzt kann ich mal wieder richtig die Speicher voll machen, denn wer weiß, ob die morgen wieder auf die blöde Idee kommt, wieder die Fastenphase zu beginnen. So viel zu dem Thema, macht's nicht falsch, versucht's richtig zu machen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, ich antworte sehr gern und wünsche euch einen wunderschönen Tag. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day.